Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Na los,
Na los! Hippokrates, wie geht es deinem Patienten? Du warst so lange weg. Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Es dauerte so lange, weil er mir half, meinen eigenen Patienten zu retten. Manchmal zwingt uns unser Beruf zu harten Entscheidungen. Wenn wir hier fertig sind, werde ich alles aufschreiben, was ich noch weiß, Hippokrates. Ich suche die Priester auf, um mehr über meine Mutter zu erfahren. Komm mit mir. Du hattest einen langen Tag. Man kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Doch nun zu einem ernsteren Thema. Du bist hier, weil du deine Mutter suchst. Du erinnerst dich an sie? Ich war noch sehr jung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde sich freuen, wenn sie das wüsste. Ich schickte deine Mutter zum Heiligtum des Asklepios. Sag dem ältesten Priester, dass es bald eine Behandlung für die heilige Krankheit geben wird. Dann schenkt er dir vielleicht Gehör. Danke für alles, Hippokrates. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich muss mit ihm sprechen. Komm schon! Das Heiligtum des Asklepios, des Gottes der Heilkunde. Ich wende mich lieber an einen Arzt, wenn ich krank bin. Ich kann so nicht arbeiten! Wenn du wegen des Läuterungsbads gekommen bist, musst du später wiederkommen. Ich suche nach Informationen. In dem Fall kannst du dich in den Hades verdrücken. Ich muss etwas über eine Spartanerin erfahren, die vor vielen Jahren hier vorbeikam. Hat dir der Vogel ins Ohr geschissen? Ich habe strikte Anweisungen, nicht mit Söldnern zu sprechen. Insbesondere nicht über Spartanerinnen oder verletzte Kinder. Ich habe kein Kind erwähnt. Du hältst dich wohl für schlau. Viele Frauen kommen mit Kindern vorbei. Jetzt hau ab. Ich habe genug andere Sorgen.
Vielleicht kann ich helfen. Schlangen! Schlangen. Sie sind überall. Müssen aus der Tholos entkommen sein. Wir halten sie für Behandlungen. Sie sind in das Badehaus eingedrungen. Haben die Schlangen jemanden getötet? Einen Patienten, der sich selbst läuterte, als sie ausbrachen. Er hat panische Angst vor Schlangen, fiel sofort tot um. Jetzt ist er selbst ein Schlangennest geworden. Wenn ich mich um dieses Schlangenproblem kümmere, werdet ihr dann mit mir? Aber ganz bestimmt sogar. Das Läuterungsbad ist ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Was hat ein Bad mit der Heilung der Kranken zu tun? Asklepios besucht nur die Träume der Geläuterten. Wenn die Kranken ankommen, bringen sie ein Opfer da und reinigen ihre Körper im Badehaus. Nur dann dürfen sie im Abaton ruhen, wo sie Asklepios besucht und heilt. Wie konnten die Schlangen ausbrechen? Und warum befanden sich so viele im Heiligtum? Fragt das Doreus. Er kümmert sich um sie in der Tholos. Patienten mit geistigen Beschwerden werden durch die Schlangen geheilt. Ihre Zungen sind wie die Küsse der Götter. Ich werde mich um diese Schlangen kümmern. Ikaros hat sicher Hunger. Versuch sie nicht zu töten. Doreus wird wütend, wenn du seine heiligen Schlangen in Stücke schlägst. Wie soll ich sie dann aus dem Bad bekommen? Die Schlangen werden von der Hitze des Bads angezogen. Treibe sie mit kaltem Wasser zurück in die Tholos. Es gibt ein Rohr im Boden, das du nutzen kannst. Ich kümmere mich um das Schlangenproblem. Und dann sagt ihr mir, was ich wissen will. Da ist das Rohr. Wenn ich es öffne, überschwemmt alles. Das wird das Ende der Schlangen. Ist das Badehaus schlangenfrei? Ich habe das Bad mit kaltem Wasser geflutet. Gute Arbeit. Nun? Nun was? Ich habe die Schlangen erledigt. Jetzt erzählst du mir von der Spartanerin und ihrem Säugling. Ehrlich gesagt weiß ich gar nichts. War vor meiner Zeit. Der Einzige, der etwas weiß, ist Midon. Aber der sagt dir nichts. Der sagt keinem mehr irgendwas. Verfluchte Schlangen. Immerhin habe ich einen Namen. Midon. Das Badehaus ist schlangenfrei, seit du sie verjagt hast. Unsere Patienten danken dir, Söldner. Da ist er. Sei gegrüßt, junger Mann. Bist du hier, um Asklepios zu opfern? Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht tat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede einzelne erinnern.
Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung, um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Hört mal, ich bin nicht gekommen, um euch weh zu tun. Ich suche nur nach meiner Mutter. Es ist Krysis. Sie kontrolliert jeden Priester in diesem Heiligtum und wird jeden vernichten, der es wagt, mit dem Adlermann zu reden. Dann redet nicht mit mir. Führt mich einfach nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell! Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran. Hier entlang. Hier drüben. Wenn uns jemand sieht, dann werde ich meinen Kopf verlieren. In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Die Zeiten haben sich geändert, Adlermann. Ah, an die Geschichte erinnere ich mich. Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte kein Geschichtsunterricht. Nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Asklepios schnitt ihr den Kopf ab, wir entfernten die Würmer, dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesen Behandlungsmethoden hält. Hippokrates war ein guter Heiler. Er war vielversprechend. Wahr? Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Er verlässt sich zu sehr auf seine Hände und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Thukydides, Euripides oder der launhafte Aristophanes, sie wollen wahrheitsgetreu berichten. Aber was wirklich inspiriert, sind Größe, Magie und Götter. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und Eureka! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlermann. Aber ich verliere meine. Erzähl mir etwas über Krysis. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Aber das war sie nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Sie lehrten sie über die Götter. Sie lernte schnell, hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Doch ihr Herz war erfüllt von einer Wut, die nicht besänftigt werden konnte. Als ihr Vorgehen Wahnsinn glich, wurden alle, die sich gegen sie stellten... Wurden was? Ich habe schon zu viel gesagt. Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, deren Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das Meister herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später, nahe des Olivenbaums des Herakles, am Eingang des Heiligtums. Ich habe vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier? Ein Priester und ein Söldner auf einem Spaziergang? Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf den Söldner traf. Ist das so? Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf? Ja.
Ich bin schmutzig und könnte ein Bad gebrauchen. Dieser freundliche Priester hier hat mir den Weg zum Badehaus erklärt. Ja, so ist es. Das Badehaus ist gleich dort drüben. Nun, wenn ihr mich entschuldigt. Die Bäder sind für die Kranken da. Nicht dazu, das Blut von deinen Händen zu waschen. Geh! Dieser alte Priester, der sich am Baum versteckt. Der Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Egal. Wo ist der Priester? Lieber du als... Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlermann. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wo ging sie hin? Was geschah mit dem Kind? Krüses hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos! Bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden.
Da vorne ist er. Bitte helft unserer Tochter. Die gleiche Krankheit wie bei den anderen. Wirklich beunruhigend. Möge Asklepios ihr weiteres Leid ersparen. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder. Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Man hat mich vor dem Adlermann gewarnt. Er will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut, weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste, bring ihn mir lebend und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, dem Adlermann keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynortion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle. Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort. Götter, Sterbliche und Tiere, sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen. Sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Erzähl mir etwas über Krysis. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen, über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer, Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert, ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter.
Ich finde den Stier für euch. Der weiße Stier. Bin ich zu spät? Vorsicht. Niemand darf mich sehen. Er scheint nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Fühlt sich nicht sehr angenehm an. Ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen.
Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldner. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Keine leichte Wahl, Söldner. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Kehre, Fremder. Brauchst du etwas? Ich weiß, wer du bist. Und ich wollte dir danken, Adlerlegende. Wofür? Erinnerst du dich an das Orakel, mit dem du in Delphi gesprochen hast? Sie war meine Base. Du hast ihr geholfen, ihren Irrtum zu begreifen, und sie ist vor dem Kult geflohen. Sie hat mir alles erzählt. Ich wusste nicht, was aus ihr geworden ist, nachdem ich Delphi verlassen habe. Es freut mich, dass es ihr gut geht. Mich ebenso. Aber der Kult des Kosmos sucht überall nach ihr. Ich brauche deine Hilfe. Und was hast du vor? Mein Nachbar hat sie erkannt und erpresst uns. Er sagt, wenn ich ihm nicht all meiner Spartes gebe, sackt er die Belohnung auf ihren Kopf ein. Wäre er jedoch fort, dann wäre alles gut. Und ich soll ihn jetzt zu Hades schicken. Ja, sein Tod wird alles besser machen. Ist gut, ich mache es. Du bist genau, was ich brauche. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ich hab ihn gefunden! Komm ich nicht mit!
Lauf ja nicht wieder weg! Die sind tot. Und ihr seid sicher nieder. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin. War ihr Name Myrine? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand, doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte. Teilen alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher.
Ich weiß, warum Krysus euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krysus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind. Mein Kind. Hör zu. Wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte das Kind retten können. Medon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Mädchen im Arm, sang ihr vor, bevor sie sie den Göttern übergab. Krysus nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krysus? Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krysus ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung. Priester ohne Zungen. Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krysus finden und sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Wenn ich meine Martha finden will, ist Krysus der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Ah!
Dort ist der Altar des Apollon Maleatas. Alosch! Da ist die Statue des Apollon. Und da der Altar. Krüses wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtiger Adlermann. Wag es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine 2 Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du hast meine Mutter in den Glauben gelassen, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als ihr kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich ihrer an. Ich legte sie auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, sie zu verschonen, und sie erhörten mich. Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Ich rettete ihr Leben, indem ich ihr beibrachte zu leiden, damit sie den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird sie der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast sie gefoltert? Sie war ein Säugling!
Ich lehrte sie zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihr Stärke. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen, doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlermann. Es geht um mehr als um meine Familie. Du und dein Kult. Ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder wie deine Schwester. Hier! Ich beweise es dir. Mein Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte dein Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Schlaf jetzt, liebes Kind. Deine Martha ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, meine Schwester wäre vor langer Zeit gestorben. Ich habe jetzt genug Informationen. Ich sollte zurück nach Athen zu Aspasia. Krysis Treiben muss ein Ende haben! Ich muss sie töten! Los! Huh?